Ich kann dir deine Freiheit geben, aber zuerst hör ruhig zu. Die Zentauren wissen über alles Bescheid. Über den Stein von Ixion und über Xenas Pläne. Sie sind einverstanden, dass ich Xena und meinen Sohn hier raushole. Ich muss das tun. Ja, ich verstehe. Er ist dein Sohn. Ich helfe dir. Oh nein, Boreas. Du wirst das nicht tun. Ich kann das nicht zulassen. Nicht, solange ich noch so viel zu lernen habe von ihr. Elende Verräterin. Für mich ist ein Weltreich bestimmt und Xena wird mir helfen, es zu erobern. Aber nicht, wenn du dabei bist. Du würdest ja doch alles verderben. Also musst du sterben. Und dein Sohn vielleicht auch. Aber damit müssen wir noch ein bisschen warten. Dagnin! Boreas ist hier! Er will Xena töten! Als ich ihn da so liegen sah, kam mir nicht der Gedanke, dass Boreas meinetwegen zurückgekommen war. Aus Liebe zu mir. Du warst besessen von der Macht, die Alti dir versprochen hatte. Und hast deshalb auch Korinth aufgegeben, dass du so leicht hättest einnehmen können. Einnehmen wie du jetzt Actus, indem du die Mauern einstürzen lässt. So wie angeblich dein Freund Demeus die von Rhodos.
Wenn ich an diesem Seil dort ziehe, wird diese Säule fallen. Und ihr Seil zieht die nächste nieder. Und so weiter und so weiter. Schön, dass du hier bist und dabei zuschauen kannst. Das vergiftete Korn hat dich verraten. Ich habe mir überlegt, wer sie kannte. Meine Idee mit dem vergifteten Korn. Außer mir. Und dir und Dagnin. Und Dagnin ist tot. Ein Stückchen Kalawurzel gefällig. Ich habe davon gegessen, bevor ich herkam. Das bedeutet, dass dein Giftpfeil nicht gewirkt hat. Als ich wusste, dass du Actus belagerst, war alles ganz einfach. Auf die Idee mit der Untertunnelung hast du immer schon versetzt. Xena! Was möchtest du wissen? Hast du vielleicht Probleme, dich in meine Gedanken zu versetzen? Da kann ich Abhilfe schaffen. Du hast Boreas getötet. Den Mann, der mein Leben hätte ändern können, wenn ich es nur zugelassen hätte. Den Vater meines Sohnes, der vielleicht noch leben würde, wenn du seinen Vater nicht getötet hättest. Kannst du dich jetzt in meine Gedanken versetzen? Findest du es nicht folgerichtig, was ich jetzt mit dir mache? Ich würde das Andenken Boreas schänden, wenn ich dich jetzt totschlagen würde. Du bist das nicht wert. Das war ein Fehler. Wachen! Ein Schritt näher und sie ist tot! Wir sind dir haushoch überlegen, Xena. Du wirst mich nicht aufhalten. Oh doch, weil mein Herr nämlich diesen Stollen zuerst besetzt. Dann graben wir den Stollen eben von der anderen Seite. Los, mach, dass ihr hinkommt! Möglich wäre es schon. Sie sagte, sie ist Überlebenskünstlerin.